Ich ziehe aus. Hey guys, das ist ein neues Video von mir. Heute ist es ein Special-Video. Ja, also ich habe eine eigene Wohnung. Ich könnte ab Samstag einziehen, heute ist Mittwoch. Aber ich muss da ja erstmal streichen und so, deswegen dauert das noch ein bisschen. Ich habe gestern die Schlüssel bekommen, war gestern bei der Schlüsselübergabe und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu messen. Ich war so aufgeregt, ich habe die Räume geplant. Da habe ich auch noch ein paar Clips zu. Leute, ich habe gerade meine Schlüssel bekommen. Ich bin jetzt so glücklich, ihr wisst nicht. Ich bin zum ersten Mal in meiner Wohnung. Das ist meine Küche. Also zum zweiten Mal. Ich habe sie ja einmal gesehen schon bei der Wohnungsbesichtigung. Ich muss jetzt erstmal alles abmessen, um dann so Bett und Couch und so zu bestellen. Aber das Ding ist, ich muss mir ja jetzt aussuchen, welcher Raum was wird. Das muss ich jetzt machen, damit ich auch abmessen kann. Oh my God. Ja, das wird safe Schlafzimmer. Dann wird das Studio. Aber das ist der größte Raum. Genau, und eigentlich hätte mein Papa mir geholfen beim Streichen, aber die Maus, also meine Eltern sind gerade in Griechenland. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Und ich bin hier voll alleine und jetzt noch eine Woche warten, bis gestrichen wird? Nö, ich mach das jetzt alleine. Und jetzt fahre ich erstmal so ein paar Sachen holen. Ich muss zum Obi, weiße Farbe holen und ich fahre zu Ikea. Come with me! Das ist so anstrengend, ich habe keine Lust mehr. Leute, ich bin tot. Ich bin gerade auf dem Ikea-Parkplatz. Clap if you care! Clap if you care. Wenn ich zu Hause bin, zeige ich euch, was ich geholt habe. Oh my God, I need some water. Eigentlich musste ich heute nur dahin fahren, um mir so ein bisschen Inspiration zu holen und zu gucken, welches Bett ich will und die Couch. Bett weiß ich, Couch weiß ich. Also es war ein voller Erfolg. Jetzt habe ich auch noch ein paar Sachen geholt. Ich dachte mir, Digga, ich muss nicht alles auf einmal gleichzeitig holen. Und jetzt fahre ich erstmal, zu Obi, weil ich muss Farbe holen, weil morgen streiche ich meine Wohnung. Ja. Ja. Hey Leute, I'm sorry, ich habe gestern nichts mehr mitgefilmt. Ich weiß nicht, so die letzten zwei Tage habe ich voll auseinandergenommen. Gestern vor allem war richtig anstrengend, ich bin so müde gewesen. Clap if you think she should suffer. Ich muss noch voll viel arbeiten. Ich wäre heute eigentlich streichen gegangen, aber heute, ich war tot einfach. Ich zeige euch jetzt, was ich geholt habe. Ich fange mit DM an und ich sage euch ehrlich, ich habe mich so auf diesen Einkauf von DM gefreut. So Reinigungssachen und so. Mehr als Ikea. Stay ready. Ey. Also erstmal habe ich mir eine neue Bodylotion geholt, aber das hat nichts damit zu tun. Jetzt fangen wir an. Also erstmal so Schwämme, dann solche Schwammtücher, dann Desinfektionstücher, Mikrofasertücher, Wattepads, Sacrotan-Desinfektionsreiniger, Glasreiniger, Backofenspray. Sagt ehrlich, juckt es euch? Prilkraftgel, Mülltüten und Bodenreiniger. Dann Handschuhe, Sacrotan-Desinfektionsspray, Spülmaschinen-Deo, Toiletten-Tabs, Kalk- und Schmutzentferner. No work, she be fine, da she be fine, Golo, Golo, Golo. Dann habe ich mir so Herdplatten und so Serra-Clan oder so, keine Ahnung. Haben wir auch zu Hause, das ist richtig gut. Chlor, dann für so Textilien, so Sacrotan, Hygiene, Textil, Erfrischer, ich liebe das. Und zum Schluss noch so Toilettenreiniger, WC-Reiniger. Ja, das war meine DM-Ausbeute. Für den Anfang ganz gut, jetzt zum Putzen von den ersten Sachen reicht das. Also ich brauche auch nicht mehr. Okay, jetzt kommt Ikea. Also ich habe zweimal Bettwäsche, einmal eine weiße und einmal eine beige. Beige Schüsseln, vier Stück. Zweimal so Behälter for Spices. Dann so vier beige Tassen. Dreimal zwei so kleine Handtücher. Viermal diese Gläser. Und ich fand die voll schön. Und viermal diese Gläser. Einfach damit ich ein paar Gläser habe, falls so Gäste kommen oder so. Und nochmal so vier normale weiße Tassen. Einfach for everyday. Dann habe ich mir noch so ein Turban-Ding geholt nach der Dusche. Ich wollte unbedingt schon die ganze Zeit so eins haben. Und ein Bademantel und ich habe den nur geholt, weil ich trage eigentlich keine Bademantel. Also ich habe den nur geholt, weil die Farbe so schön war und die matcht mit meinen Gläsern. Dann zweimal so längliche Kissen, eine neue Bettdecke und dann noch zweimal große Kissen. Und dann noch so Aufbewahrungsboxen für mein Bad. Und dann noch zweimal so Plastikding für meinen Keller, damit mein Keller auch ordentlich bleibt. Und dann habe ich noch dieses Regal geholt. Gibt es hier irgendwo ein Bild? Also dieses Regal habe ich geholt, weil da kommt so in meinem Wohnzimmer mein Plattenspieler drauf. Dann habe ich gestern noch so einen Wäscheständer geholt und von Ikea noch so ein Ding für die Badewanne.
Also ich werde auf jeden Fall heute schon mal anfangen, die ersten Sachen in Kartons zu packen und ein bisschen einzupacken, sage ich mal. Und morgen fahre ich dann hin und streiche. Guten Morgen. Also ich gehe mich jetzt ummelden. Oh mein Gott. She has this ugly crying face that she makes. You're sitting there laughing. Eigentlich hätte ich mich am Montag abgemeldet, aber jetzt musste ich nach Stuttgart spontan. Deswegen musste ich es auf Mittwoch schieben, aber eine Freundin arbeitet da und ich habe ihr so geschrieben, so, ey, ich komme Montag noch nicht. Sie war so, nein, komm jetzt. Ich war so, wie jetzt? Sie so, ja, komm jetzt, ich habe jetzt Zeit. Und dann habe ich mich halt angezogen und ich fahre jetzt dahin und melde mich jetzt um. Oh my God. Okay, that's the fit. Wir haben weiße Air Force. Dann habe ich diese süße Hose. Das ist so mit Blumen und so ein weißes Langarm-Shirt. Hallo Leute. Ich war mich ummelden. Ich bin ab heute umgemeldet. Also eigentlich wohne ich technically nicht mehr hier. Also der Plan jetzt ist, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen arbeiten. Ich muss das unbedingt fertig machen, Strom anmelden. Dann werde ich erstmal so zur Wohnung fahren, weil ich muss unbedingt erstmal ein Bild machen, was ich morgen posten kann. Because that's my job. Dann ziehe ich mich um und fange an zu streichen. That's the plan. Ich bin in meiner Wohnung. Okay, kriegt jetzt ein Empty House Tour. Das hier ist mein Eingangsbereich. Hier kommt noch so ein Schuhschrank hin. Und dann geht man hier rein. Und von der Tür ist dann direkt das hier, der Flur. Links von der Tür ist hier das erste Zimmer. Hier kommt mein Büro rein, mein Studio für meine Videos. Dann rechts daneben ist hier das andere Zimmer. Das wird das Wohnzimmer. Ey, es ist so süß. I love it. Dann gegenüber vom Wohnzimmer ist direkt das Bad. Hier kommt man rein und es ist so schön. Ich finde das Bad so schön, Leute. Hier ist so das Waschbecken. Hier ist der Spiegel. Der ist ein bisschen broke hier, aber das wird noch ersetzt. Hier so, das ist mein Toilet. Hier kommt noch eine Waschmaschine hin. Und meine Badewanne. Ja, ich habe eine Badewanne. Und dann direkt neben dem Bad, links, ist hier die Küche. Okay, don't mind that. Das ist halt immer noch fürs Streichen und so. Das ist meine kleine Küche. Und guck mal jetzt. Ihr denkt, das ist die Küche. Boom. Es gibt hier noch weiter. Also hier, ich weiß noch nicht ganz, was ich hier hin mache, ob ich einen Tisch hinstelle. Und hier ist auch noch was zu so Stauraum und so. Dann gegenüber von der Küche wird mein Schlafzimmer. Das wird mein Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr die Vision erkennen könnt, aber hier kommt mein Bett hin. Neben meinem Schlafzimmer ist hier noch eine kleine Tür. Das ist noch so ein kleiner Abstellraum. Ich finde das hier eigentlich ganz süß, weil ich wollte mir eh sowas holen. Jetzt ist schon drin, deswegen praktisch. Und da habe ich schon so einen Mob reingemacht. Einfach zum Putzen, weil ich es gerade im Auto hatte. Ja, Mann, das ist meine Wohnung. Ich heul gleich. Okay, das ist mein Fit zum Streichen. Guck mal, wie dreckig die einfach ist. Ich nehme ein T-Shirt, ist doch klar. Damit ich hier nichts verunstalte. Erst müssen auch alle Steckdosen raus. Ich bin so aufgeregt. Eigentlich macht es mein Papa, aber ich will es machen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wo ist mein Schraubenzieher? Nein, es braucht so ein Mini-Ding. Die Steckdose ist draußen. Ey, wenn es jetzt bei jeder Steckdose so weitergeht. Junge, was soll das? Digga, ich habe gerade weitergemacht und dann wollte ich so die Türen abkleben. Dann ist mir aufgefallen, man kann einfach diese Türrahmen, seht ihr das? Rausnehmen. Ich habe gerade schon das Haus kaputt gemacht. Ich muss es meinem Papa auf jeden Fall sagen, damit er das irgendwie festmacht, weil das kann doch nicht sein. Voll gruselig, aber gerade besser für mich, weil dann ist es leichter zu färben. Man muss diese ganzen Dinger nicht abkleben. Also guck mal, die Türen auf der Seite gehen nicht ab. Aber beide auf der Seite ab. Hä? Schauen wir mal, was wird. Oh mein Gott. Nicht so aus wie von meinem Papa, wie er das macht. Cause baby like Leute, ich lasse es. Scheiß drauf, lass nichts mehr machen. Also ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht alleine hinkriege. Aber ich weiß, dass mein Papa das einfach besser kann. Und ich habe es probiert, alleine zu machen, aber geht nicht. Also ich werde jetzt hier Pack and Go machen. Also ich werde gehen so. Weil das hat einfach keinen Sinn, weil es war wirklich schlecht einfach. Aber Leute, ihr müsst probieren. Und wenn ihr dann merkt, ihr könnt es nicht, dann holt euch Hilfe. Aber jetzt probiert, wisst ihr, was ich meine? Hey ihr, sorry, ich hab's vergessen zu filmen. Ich habe mir eine Sofortbildkamera geholt und ich packe die jetzt zum ersten Mal aus. Ich war so dabei und dann war ich so, ey, warte, ich kann's doch filmen. Wieso ich es geholt habe, ich war so, guck mal, wie cool wäre das, jedes Mal, wenn jemand reinkommt, macht man so ein Foto und dann hängt man das so auf, wer schon alles in der Wohnung war. Oh my gosh, she's so cute. Wie geht das an? Hallo? Oh mein Gott, ich sehe euch. Ah, on.
Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. Hä? Was ist das? You will look back on your life and cringe retrospectively. Guck mal, das habe ich eben gemacht, das Bild. Hello, also es ist der nächste Morgen. Ich habe irgendwie immer ein weißes T-Shirt an, irgendwas Weißes. Ich habe tatsächlich schon angefangen zu packen. Also diese Kiste ist schon voll mit Klamotten, die ich nicht mehr anziehe. Und diese zwei Kisten. Und ich habe voll vergessen zu filmen. Also ich habe einfach vercheckt, dass ich da vlogge. Ich war so gerade voll so therapeutisch. So I made it to Harvard. Oder wie man das nennt. Ich habe so Musik angemacht, ich habe einfach so reingeschmissen, das. Und war so, ey, warte, Maria, du hast nicht gebloggt. Aber egal, ich habe hier auch ein bisschen, also sieht ein bisschen ordentlicher aus. Hi Leute, es ist jetzt Dienstag. Meine Eltern sind heute endlich aus Griechenland gekommen und wir waren eben in der Wohnung und die waren so, ja, es muss gar nicht gestrichen werden, wir machen morgen einfach den Flur, danach holen wir das Bett, das. Und ich war so, Leute, nein, das geht mir zu schnell. Ja, ich werde jetzt ein bisschen Capri-Sonne trinken und anfangen so diesen Schrank einzupacken, also so mäßig meine Bücher. Das reicht jetzt erstmal mit Packen so. Ja, morgen fahre ich auf jeden Fall zur Wohnung und fange an zu putzen, die Küche und das Bad. Und danach, mein Papa streicht den Flur. Donnerstag fahren wir zu Ikea und holen schon mal Bett und Schrank. Dann kommt alles schon zusammen. Ey Leute, ich habe gerade diese ganzen Sachen hier hochgetragen und die sind so schwer, ihr könnt es gar nicht glauben. So Boxen, so ein Regal einfach, so Bettsachen, oh my God. Und hier noch so zwei, drei Sachen. Das hier war das Schwerste, das sind meine Teller. Das war so schwer. Guck mal, ich aussehe. Ich brauche erstmal eine Capri-Sonnenpause. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist eine Spülmaschine anmachen. Also mit meinen neuen Tellern und so. Wow. Das sind meine neuen Teller. I can't wait to see you today. I just love it when you call me Kate. It don't matter what we do. Nowhere I'd rather be, so time just races by. You're my high, there is never enough time. So effortless, don't got to try. Oh, you are home, yeah, and you're all my yeah. Hey, yeah, yeah. Relax, laid back, yeah. Right where we need to be. Right on track now. Ain't a thing you like, baby. Your loving keeps giving. It's endless, transcendent. All that whiskey, how I like my coffee, yeah. I love how you trace the curves of my body. Sunday morning lay upon me. Live in the. Spülmaschine ist loaded and ready to go. Yeah! Okay, also meine Mama und mein Papa sind jetzt da. Mein Papa hat jetzt den Flur gestrichen und ich und meine Mama haben hier alles geputzt. Alles ist clean. Und meine Mama hat jetzt noch gestaubsaugt und ich wische jetzt noch. Und dann fahren wir zu Ikea. Ich habe gerade die ganze Küche geputzt, also diese ganzen Schränke. Oh mein Gott, schon noch die andere Seite. Ich habe auch das Fenster geputzt und die Jalousien dahinter habe ich geputzt. Das war so anstrengend. Genau, ich wollte jetzt meinen Staubsauger aufbauen. Das ist mein Staubsauger. Das ist mein Staubsauger. Dann habe ich den hier. Das ist schon wieder der nächste Tag. Wir haben gestern noch geputzt und gestrichen. Also der Flur, es ist jetzt, alle Wände sind gestrichen, alles ist fertig. Und dann waren wir schnell noch bei Ikea und haben den Fernsehtisch geholt und mein Bett. Ich habe jetzt ein neues Bett. Bye, Maus! You're gone! Bitch, you're gone! Genau, aber das war jetzt so ein, ich erzähle euch, dass ich umziehe und putzen und erste Eindrücke von der Wohnung Vlog. Und der ging auch schon ein bisschen lange, glaube ich, oder? Und im nächsten Vlog seht ihr dann, wie mein Bett aussieht, wie wir alles einrichten, wie wir alle Möbel reinmachen. Deswegen seid gespannt, das ist Teil 1 und bis beim Teil 2. Bye! 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 Bye!
don't matter what I wear.